Hallo, liebe Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zum ersten Let's Play Hi. Des neuen Jahres. Und wir wollen uns erstmal nicht überfordern. Meinst du? Na, mal gucken. Vielleicht ist der ein oder andere ja schon überfordert. Und spielen so eine Art Kinderspiel? Fragezeichen. Also, es ist ja, Karak Goblin, das neue, der Karak-Ableger von Albi, ja. Mhm. Keine Erweiterung oder sowas, was ich ursprünglich mal dachte, sondern nein, es ist ein eigenständiges Spiel. Im Prinzip die Kartenspielumsetzung von Karak. Ja, dem schönen Kinder-Dungeon-Crawler, der jetzt ja bei Cosmos auch auf Deutsch rausgekommen ist. Karak Goblin jetzt hier noch bei Albi in der multilingualen Ausgabe. Und ja, wir spielen das jetzt mal zusammen. Wie bei Karak geht es darum, dass wir in einen Dungeon vordringen müssen. Und anders wie bei Karak geht es hier nicht um irgendwelche Punkte, sondern wir müssen einfach den Oberbösen zuerst besiegen. Ach ja, ja, die mehrköpfige Hydra hier. Genau, ich warte mal hier, ich zeig's euch. Also warte mal, bevor wir es... jetzt hab ich's gerade genommen. Hier. ich mache ein bisschen kleinen Spaß mir hier mit der Regie. Ja, alles klar. Hier ist die Hydra, ja. Es gibt noch zwei andere Monster, so einen komischen Hexenmeister und so eine Spinne. Ich hab gerade gedacht, du hast Hausmeister gesagt, aber komischer Hausmeister. Man spielt immer nur gegen einen und es ist wirklich so, wir müssen quasi, hier seht ihr, das ist der Dungeon, erstes Level, Dungeon 2, das drittes Level und dann... Melli, mir ist jetzt schon was aufgefallen. Ja. Erzähl. Ich muss mal vorgreifen. Er hat sich wahrscheinlich doch hier für diesen Endgegner entschieden, weil hier darf man sich zwar nicht heilen, so ganz wollen wir nicht in Detail gehen. Dein Charakter spielt nämlich viele rote Karten gerne und da gibt es nämlich einen Endgegner, da darf man keine roten Karten spielen. Ne? Stimmt. Ich bin mal so frei, ich bin sehr von mir überzeugt, dann von mir aus den hier. Okay, gut, das hast du jetzt gesagt. Nee, ich hab nicht gesagt. Gegen den Hausmeister. Gegen den Hausmeister. Wir müssen sozusagen, der zuerst diese Karte besiegt hat, einfach gewonnen. Um da aber hinzukommen, das seht ihr, dass diese Level, die haben solche Schlüsselsymbole. Dazu müssen wir erstmal die entsprechenden Schlüssel einsammeln. Mhm. Um von ersten ins zweite Level zu kommen, brauchen wir halt einen Schlüssel aus dem ersten und so weiter. Wir können da auch direkt hinrennen zum Torwächter, den umhauen. Und dann geht es aus, dann können wir uns dann noch so Tränke besorgen bei so einem Händler. Also irgendwie alles dabei, was so ein Dungeon-Crawler braucht. Wir haben unsere Charaktere, unsere typischen Charaktere, die haben sich ein bisschen andere Spezialfähigkeiten, weil jetzt die Mechanik auch anders ist. Wir kämpfen jetzt hier mit Karten und das Erstaunlichste an dem Spiel ist in meinen Augen, dass die Kartenmechanik ist die Tainted Grail Kartenmechanik. Das werden wir gleich sehen. Die Albi Jungs und Mädels haben Tainted Grail gespielt und haben dann gedacht, die Kinder können das auch. Das ist eine gute Sache. So ein bisschen prinzipiell ist es ja auch gar nicht so verkehrt. Ja. Also gucken wir mal, wer am besten Karten-Nachziehglück hat vielleicht. Ja? Und schnell genug seine Karten puzzeln kann. Okay, beim Probespiel habe ich angefangen, deswegen darf jetzt Millie anfangen. Ah, okay. Ja, wir haben ja alle vier Karten auf der Hand und ich suche mir mal so den einfachsten Gegner raus. Genau, Melli kann jetzt erstmal aussuchen. Also wenn man dran ist, kann man zwei Sachen machen. Man kann entweder kämpfen oder man kann handeln. Mhm. Handeln bringt jetzt noch nichts, weil du eh noch nichts hast zum Handeln. Und sie kann sich jetzt ein Monster hier aussuchen der Reihe. Du könntest auch direkt den Torwächter angreifen. Mhm. Jo, das kannst du machen, weil in Level 2 kannst du ja noch nicht vordringen. Ja, ich muss mal schauen, wie passen denn meine Karten jetzt zusammen? Ja, das ist, gar nicht. Da kann man schon mal überlegen. Genau, man muss jetzt gucken, was gleich geblieben ist. Auf der Rückseite von jedem Monster wird es eine Belohnung geben, entweder eine weitere Aktionskarte, mit der man kämpfen kann, oder einen Ausrüstungsgegenstand, oder Tränke, was es auch gibt. So okay, genau habe ich so nicht. Beim Probespiel bin ich gegen die Ratte verzweifelt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier hinkommen. Wir machen ja, genau, so. Na, wir kämpfen gegen die Ratte. So, also hier die gucken wir mal, je nachdem, wie lange deine Angriffskette genau, gleich wird. Die Feier greift hier die Ratte an. Hier kannst du jetzt deine Reihe bilden. Genau. So, sie hat zwei Leben, greift mich einmal an und ich darf keine gelben Angriffskarten legen. Genau, das ist sozusagen der Fluch des Monsters. Das haben manche Monster, die verbieten bestimmte Karten, dass sie gespielt werden. Hier steht, was vielleicht für eine Belohnung hinten drauf ist. Mhm. Und ja, jetzt spielt man eine Kartenreihe. Du kannst so viele Karten spielen, wie du willst, solange du diese Reihe bilden kannst. Und ihr seht schon hier, sie spielt jetzt eine blaue Karte und diese erlaubt jede beliebige Farbe als nächste Karte und du hast einen Soforteffekt, du kannst eine Karte nachziehen. Das mache ich und dabei auch. Kannst du deine Spezialfähigkeit nutzen.
Stimmt, ja, meine Spezialfähigkeit ist, ich darf mir aus zweien eine aussuchen. Gerade noch mal so gerettet hier. Ja. Da ist die magische Faust, hat sie so abgelenkt hier, die Blitze schießen da. Ja, Mann, tatsächlich, also ich meine, ich lege die ja wieder unter den Stapel und die kriege ich ja eh gleich wieder. Ja, am Anfang hat man halt nur 6 Karten, aber man kriegt ja mehr Karten. Das also du machst Stack immerhin schon mal einen Schaden gegen die Ratte, sie braucht jetzt noch einen Schaden. Das ist hier die grüne mit einem Schild, das heißt, dieser Schaden, der kommt bei mir auch nicht an. Hack, und hack, umfällt der Baum, ja. Damit warst du schon, genau. Du hast 2 Schaden gemacht, sie macht einen Schaden, aber du machst sozusagen eine Verteidigung. Genau. Und jetzt kriegst du diese halt Karte für dein Deck. Erzählt hat die Ratte, dass sie entweder eine rote Karte für mich hat oder eine Rüstung. Ich habe eine rote Karte bekommen und das kommt auf meinen Ablagestapel. Die Ratte hat eine Faust in sich. Die Ratte hat nicht lange überlebt, sagen wir es mal so. Dann darf ich jetzt, meinst du, das? Ja. Wie viel Schaden kann ich denn hier machen gerade? Ich bin so ein bisschen bei 2 und könnte aber so einen Karten nachziehen. Jetzt ist mir tatsächlich klar, ich bin overpowered, aber ich komme echt nicht an diesem Torwächter vorbei. Das ist ja eine Katastrophe. Aber ich könnte mal so ein bisschen auf Glück, aber ich auf Glück spielen, das ist auch immer so eine schwierige Sache. Da könnte ich hier noch Grün und Gelb. Ach komm, ich mach das mal. Was soll schief gehen, oder? Was soll schief gehen, die Klasse? Oh nee, und dann ziehe ich eine blaue Karte nachher und dann darf ich die nicht spielen. Ach, ich greife mal hier die Spinne an. Die Spinne hat keine Flüche. Okay. Die Spinne hat keine Flüche, braucht aber 3 Schaden. Ich hier, à la Spartacus-like, werde ich jetzt mal hier dazu schlagen. Ich spiele die erste Karte, 1 Schaden, eine Karte nachziehen. Komm, jetzt muss eine Schadenskarte sein. Gott sei Dank. und meine zweite Karte, die ich jetzt hier anlegen kann, meine Spezialfähigkeit, die muss nicht damit übereinstimmen. Das heißt, du kannst aber eine rote Karte spielen. Aber ich kann sie, das brauche ich ja gar nicht. So, ich gehe jetzt mal hier hin, macht jetzt einen zweiten Schaden, würde mich um 1 heilen. Ich kann das ja auch ein bisschen überlappen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen, sparen wir ein bisschen Platz. Dann spiele ich jetzt eine gelbe Karte für einen dritten Schaden, den ich mache. Blocke einen Schaden, den die Spinne machen würde und ziehe nochmal meine letzte Karte nach. Und damit habe ich jetzt 1, 2, 3 Schaden gemacht. Die Spinne, sie ist deins. Sie ist meins. Und, da macht man mal so einen Streitkolben aus der Spinne. Ja. Zack. Wunderbar, das ist mein Nachziehstapel. Bis jetzt ist das wie Butter. Ich meine, es sind Ratten und Spinnen, man muss ja ganz ehrlich sein. Ich weiß jetzt, also ich habe jetzt schon raus, ich dachte erst im Probespiel, haben wir so 1, 2 schon mal so angekämpft. Mann, bin ich stark. Aber das Problem ist, dass ich nicht an diesem Torwächter vorbeikomme, weil ich da kann, ich habe halt viele krasse rote Karten, die kann ich da nicht spielen. Das heißt, so stark bist du doch gar nicht. Ich könnte natürlich aber auch so einen Anti-Fluchtrank mir holen und dann einfach da vorbei spazieren. Anti-Fluchtrank war, glaube ich, der Lila. Ne? Genau. Das muss, ist leider so ein bisschen schade, dass es da keine Übersichtskarte gibt. Die muss man sich aber merken. Aber um den zu kaufen, müsste ich erst eine andere Karte haben, um den damit zu bezahlen. Kannst, und ich müsste eine Runde dafür Ja, du kannst ja einfach eine deiner starken roten Karten. Nee, das geht nicht. Du kannst nicht die Startkarten, also nur die Monsterkarten, nur die Belohnungskarten sind auch Währung. Mhm. Das ist sozusagen eine Einschränkung. Aber ja, ich muss nachziehen übrigens. Man zieht immer auf 4. Dann immer noch die Frage, wie viele dieser Gegenmitteltränke darfst du gleichzeitig einsetzen, um dann hier am Ende die Effekte abzuwehren. Aber du bräuchtest halt 4 Gegenmitteltränke für den. Der hat 4 Flüche, der Oberboss. Okay, ich brauche einfach andere Kartenarten, um da durchzukommen. So einfach ist die ganze Geschichte. Deswegen werde ich jetzt einfach. Ich meine, was macht der? Macht 3 Schaden gegen kämpfen. Ja. Gegen seinen kleinen Goblin-Freund. Gegen so einen kleinen Goblin. Und ja, gut, der macht halt nichts. Ne? Der kann nichts. Der will nur spielen, sagst du. Der leuchtet dir eigentlich selber den Weg. Der stolpert und fällt in seinen Dolch selber rein. Ich brauche eigentlich nur diese gelbe Karte spielen. Guck mal, ich mache das jetzt, zack. Dann darf ich eine Karte nachziehen. Dann. Oh. Guck mal, jetzt kommt er schon ins Stocken. Könnte ich einfach die spielen, damit war es 2 passiert nichts. Abgewehrt. Ja. Top. Was kriegst du? Und ich bekomme eine grüne Karte. Ich glaube, das, was ich brauche. So. Genau das, schön, was er braucht. Okay, verstehe. Oh, guck mal, hier gibt es auf jeden Fall eine Ausrüstungskarte. Entweder eine Waffe oder eine Ausrüstung. Also eine Rüstung. Ja, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich mal aus. Ansonsten gibt es hier auch Sandwürmer zum Beispiel. Ja, also, die sehen aus wie aus Tio. Ja, auf jeden Fall Mini-Sandwürmer. Die sind aus Arrakis hierher eingesiedelt worden in unseren Dungeon. Mann, Mann, gut, den kleinen Goblin hier.
Der möchte zweimal angegriffen werden. Der möchte, ja, möchte, ja. Eieiei. Kann ich hier mich was für... Oh, ich glaube, ich hole mir als nächstes mal so einen Sandwurm, sage ich euch. Mhm. Sandwurm. Ja, oder? Was würde, oder das ist ein mutierter Blutegel, das könnte auch gut sein. Gut, dann spiele ich meine gelbe Karte. Möchtest du deine Spezialfähigkeit nutzen? Gerne. Ja? Ich ziehe eine Karte nach. Du ziehst und zwei Karten, wählst ich, aus. Ja, genau. Ich wähle hier und packe die natürlich verdeckt drunter. Jetzt werden hier nochmal alle Kartenspieler Tricks gezogen, ja, mhm. noch mit Karten markiert. Mhm. Und so, und mit dem zweiten Schwert bringe ich ihn um und verteidige das mich. Das ist doch eigentlich ein Backrezept für so einen ein Marmeladengefüllter Keks. Richtig, so ja. sieht's aus. So, ich kriege eine Rüstung. Und die Rüstung, die musst du jetzt vor dir die auslegen. Die behältst du einfach und du hast jetzt quasi immer ein Schild. Ein Schutz mehr. Perfekt. Mann, Mann, außer Mann. Wahrscheinlich, wenn es ja ausgeblendet ist. Ja, außer wenn ist, du ne, das hier. Nicht ja. verwenden darfst. Mhm. Ne? Das hast du richtig erkannt. Ich werde mich ja angekündigt, mache ich natürlich jetzt keinen Rückzieher. Ich versuche diesen Wurm hier zu bekämpfen. Mach es. Du Wurm, du. Und ich werde jetzt hier gleich mal mit meinen Streitkolben zwei Schaden machen. Und dann gehe ich weiter. Ich ignoriere also meine Spezialfähigkeit, gehe hier mit Gelb weiter, mache den dritten Schaden, schütze mich um eins, ziehe nach. Das ist jetzt hier auch die Karte, das ist so ein bisschen, ja, dass man weiß theoretisch, dass man jetzt so eine Karte zieht, die man erobert hat, ne? Weil die Rückseite ist ja das Monster und dann hier. Habe also dieses Teil gezogen. Tot ist es jetzt schon. Ich würde mich aber gerne noch mal schützen wollen, glaube ich. Und das mache ich einfach hier mit meiner magischen Hand. 9, heute nicht. Du kommst nicht vorbei. Ich habe also jetzt 2 Schaden abgewehrt, 3 Schaden gemacht und keine blaue verwendet. Aha, okay. So viele Hände. Ja, überall habe ich Hände. Mann, Mann, Mann. Fäuste, Hände, ihr seht schon. Naja, die Jungs und Albi sind ja auch für andere Spiele bekannt. Ich weiß schon, was ich mache. Ich mache auch diese Spinne. Guck mal, das ist grün oder gelb. 3, 4. Hier, hau mal ab hier, du. So? So, hier, jetzt komm. Ich war noch in Kampfpose. Ich bin so schnell nicht hochgekommen. Ich wehre ab. Kann die Karte, Karte nachziehen. Das ist jetzt... Was machst du? Du wärst ab. Wie hat denn die Spinne gerade mit Pfeilen geschossen? Das ist ja merkwürdig. Ja, ja. Ich wehre ab. Krieg eine Karte. Ah ja. Ich muss jetzt aufpassen, ich muss jetzt wirklich sparen, dass ich den Typen, das ist ja schon fast, das ist schon fast. Ja, und du, ja. Das wehrt eins ab, ich muss aber noch eins abwehren. Du bist ja also auch so wehre ich noch eins ab. Ja, heil eins, aber ich habe noch keinen Schaden bekommen. Und jetzt mache ich 3 Damage. Wow. Fertig. Ja, hoch. Und dann bekomme ich, ja, die eine grüne Karte. Und das Problem ist, ich muss das alles haben, um den Torwächter zu besiegen. Ja. Könnt ihr das schon machen? Ich habe es noch nicht durchgerechnet. Ich möchte mich noch mal Phase vorbereiten. Man holt sich einfach einen so einen Anti-Fluchtrank und dann kann man ja rote Karten spielen. Ja, so kann man es machen. Ja. Mich lacht jetzt noch mal die Ratte an. Du willst jetzt vielleicht noch eine Waffe holen? Ja, also rot oder Waffe, das klingt beides sehr schmackhaft. Ich bin ja einmal schon geschützt. Das ist auch eine schmackhafte Ratte vielleicht. Mm, ja, ich muss schon stimmt, gucken. Den Schaden, den die Ratte macht, den macht dein Helm. Wehrt ihn schon erfolgreich ab. Oh, das ist ja echt schwer. So ein bisschen Kartenglück. Wie viel habe ich denn hier noch nachzuziehen? Hm. Ich mache was zur Auswahl. Aber das ist natürlich auch krass, wenn du halt so ein Trank kaufst, ist wirklich deine Karte, die du mühsam verdienst, ist dann auch einfach weg und du trinkst sie dann. Und der Trank ist ja auch dann weg. Der ist weg, den trinkst du noch einmal. Ja, das muss man sich schon... Ich kann das doch bestimmt auch so machen. So, ich greife einmal an, habe unnötigerweise noch ein Schild, kriege eine Karte. Das Schild ist ja gut wegen den Kampf. Du könntest dir ja schon deine zweite Karte auch wieder angucken. Meinst du? Ja, klar. Kannst du es immer machen, ja. Und jetzt... Kannst du es immer machen. Ich habe übrigens die Spezialfähigkeit, dass ich, wenn ich 2 Angriffskarten hintereinander spiele, kriege ich noch einen weiteren Damage. Mhm. Aber es ist natürlich... Genau. Und deswegen haben wir auch den Hausmeister hier genommen. Dann ist der Plan, dass ich hier noch insgesamt 3 Angriffe habe und noch eine Karte ziehen kann. Ja, aber das reicht jetzt schon, ne? Das bist ja schon das durch. Ist richtig, ja. Ja, im Grunde stimmt, ja. Ich ziehe du musst trotzdem nur noch eine. Ach so. Ich ziehe auf 4 am Ende, ja. Genau, ich kriege... Und, was ist es? Oh, schade. Naja, gut, aber es ist trotzdem eine starke Karte. Das ist eine starke Karte, würde ich auch sagen. Ja, Alex, ich bin so gespannt. Ach, guck mal, die Spinne, die bringt auch was. Die Spinne.
Spinne. Hallo, Spinne. Aber ich nehme, glaube ich, einfach noch einen Wurm. Was? Warum? Na, weil ich gehe davon aus, wenn der Wurm 3 Leben hat, dass der irgendwie toll ist. Mhm. Und dann kriege ich einen Helm. Dass der irgendwie toll ist. Oder hier gibt es eine... Ach komm, ich nehme mal. Ich will auch mal so defense-mäßig... Ach, guck mal, hier, zack, boom, einmal rausgehauen, meine Keule, weg war der Wurm. Aber der macht noch einen Schaden. Genau. Ja, ich mach das mal. Ich nehme auch meinen Schaden hier, ja, die Herzkarte wird einfach umgedreht. Jetzt habe ich meinen Schaden, ich habe ja auch Heilungskarten. Ich hätte auch gerne eine Rüstung gehabt, aber okay. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Nachdem und findest du die Karte jetzt so stark dafür, dass der... Ich weiß nicht, es ist ein Schaden, ein Schild und nochmal nach. Guck mal hier. Ich kaufe mir den Fluch. Komm. Hier, die Anti-Fluchkarte werde ich jetzt hier mit dieser, ne, das ist eben eine Monsterkarte, kann ich die bezahlen, kriegt die Anti-Fluchkarte und ihr wiederum könntet jetzt auch diese Karte kaufen gegen eine andere Karte natürlich. Und diese Anti-Fluchkarte, Fluchtrank, den kann ich trinken, wenn ich halt dran bin. Aber das war jetzt schon mein Zug. Jetzt kann ich noch nachziehen, weil ich nur 3 Karten auf der Hand habe. So was macht der also. Die Überlegung ist, dass ich hier nochmal Angriff oder Gelb bekomme, wenn ich den Wurm besiege. Und das mache ich... Der braucht auch nur 3 Schaden. Das kriegt man auch ohne eine verdammte rote Karte doch eigentlich hin. Die muss man halt auch nur ziehen. Du nimmst dir diesen Wurm. Wenn du jetzt von dem eine Waffe kriegst, dann bin ich ein bisschen neidisch. Ein klein bisschen. Möchte ich haben. So, ich greife ihn 2-mal an, bin einmal geschützt. Einmal schützt, 2-mal geschützt. Naja, das ist eh. Und, oh nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Diese Schadenfreude, sie ist groß. Dann haue ich jetzt einfach mal der Spinne auf den Kopf. Da muss ja jetzt irgendeine Ausrüstung rauskommen. Also ansonsten ist ja da irgendwas falsch gelaufen. Dann mache ich 2 Schaden. Und zwar hiermit 1 Schaden, 1 Karte nachziehen. Und dann mache ich nochmal einen Schaden. Ziehe eine Karte nach und schütze mich auch. Heilen mache ich nicht. 1, 2, 3, 4. Wenn du jetzt die Waffe kriegst. Ja, die beiden Deutsche. Ja. Plus 1, okay. Muss mir jetzt merken. Ihr werdet mich sicherlich nicht dran erinnern, die ganze Zeit. So, ihr könnt da rummachen, wie ihr wollt. Ich trinke mal einen Anti-Fluchtrank und diesen. Oh, guck mal, der hat jetzt nur eine gelbe Karte. Könnt ihr nämlich gucken, wie ihr damit klarkommt. Werde hier einfach die rote Karte spielen, die ich jetzt spielen darf. Haha, sonst würde das alles nicht klappen. Jetzt mache ich schon die 3 Schaden, darf noch eine Karte nachziehen. Du machst jetzt aber sogar 4 Schaden. Ne, jetzt mache ich sogar 4 Schaden, das ist aber egal. Allerdings will ich mich ja auch noch schützen, weil sonst kriege ich zu viel auf Deckel. Ich kriege keine Heilung, hätte ja eh noch nichts gebracht. Aber tatsächlich schaffe ich es immerhin, 2 Verteidigung zu machen, was aber auch bedeutet, dass ich 1 Schaden nehme. Okay. Aber ich habe den Schlüssel. Mehr bringt an, jetzt darf du darfst jetzt auch nur noch in der 2. Ich darf auch noch im ersten auch noch. Aber jetzt habe ich halt auch die Möglichkeit, in die 2 zu gehen. Na, wenn das so ist. Wenn das so einfach ist, meinst du, mir ein bisschen Schlüssel zu besorgen? Ich habe jetzt die eine Runde Vorsprung, die werde ich jetzt bis zum Schluss durchhalten. Das sehen wir nochmal. Das glaube ich auch weniger. Vielleicht ist ja auch ein Universalschlüssel. Du kannst gleich in Höhle Nummer 3. Guck mal, hier beim dritten Torwächter darfst du gar nichts gefühlt spielen. Nur grüne Karten. Mhm. Oder du brauchst Antiflucht. Ja. Ja, tatsächlich geht das gerade mit meinen Karten auf der Hand nicht. Das ist ja doof, Melina. Das ist ja wirklich ein bisschen schade gerade. So schade. So schade. Ich spüre das. Das ist richtig schade. Ja. Ihr werdet noch sehen, wie ich euren Hausmeister platt mache. Ich glaube, da hätten wir in Runde 2 Der hat nur 4 Leben, also brauche ich gerade mal 2 Karten. Ja, das stimmt.
Ich beschäftige mich mit allerdings macht er halt 8 Schaden. Ja, ja, das muss halt, man da musst du halt, da musst du eigentlich Verteidigung haben, weil du darfst es halt, musst es halt überleben. Ja. Weil, also das funktioniert halt so, das Monster macht zuerst dir Schaden und erst dann machst du dem Monster Schaden. Wenn du halt vorher stirbst, machst du natürlich keinen Schaden mehr. Hm. Logischerweise. So. Gut, ich entscheide mich hier fürs Würmchen. Würmchen. Und spiele 2 Schaden. Und eine Karte kriege ich noch. Du hast ja auch noch keinen Schaden gekriegt, ne? Heilen. Ich werde mich jetzt aber vielleicht gleich mal heilen. So. Runter. Runter, runter. Oh, das sieht ganz gut aus. Schön. Ach ja, komm, ich werde jetzt natürlich auch mal hier versuchen, so einen Schlüssel zu kriegen. Ich habe ja jetzt meine beiden Dolche, die ich hier so als Waffe immer dabei habe. Also ich mache schon mal 1 Schaden generell. 1 Schaden mache ich schon mal. Und jetzt werde ich dann trotzdem mal ein bisschen mehr Schaden machen. Ich darf keine gelbe Karte spielen. Ich mache mal hier den 2. Schaden und heile mich. Ich hatte ja schon 1 Schaden gehabt, wird wieder geheilt. Und dann haue ich jetzt hier nochmal drauf. Mache also insgesamt sogar 4 Schaden mit meinen Dolchen. Aber sonst wäre es eine gelbe Karte gewesen, die ich nicht spielen kann. Wiederum habe ich gar keinen Schutz, also kriege ich jetzt mal 3 Schaden. Ja, ich mach, haut einfach mal 3 Schaden. Mach 3 Schaden. Ich habe dabei festgestellt, dass wir nur 5 Leben haben. Aber es ist okay. Es ist okay. Das alles ist fein. Ja, das ist sehr gut. Ja, ja. Bringt euch um. Immerhin kannst du keinen Schaden rüberschießen. Ich gehe jetzt direkt zum nächsten Glück. Tor weiter. Weil, was? Guck mal, weil hier, der macht halt nichts, keine, bevor hier irgendwie, oh gut, hier ist jetzt nur, was ist das? Nicht Karten nachziehen. Karten nachziehen ist verboten. Ja, also das, bevor jetzt irgend so ein Torwächter kommt, der mir Probleme bereitet, macht dieser, aber guck mal, wenn ich hier keinen, aber ich kann ja was abwehren. Hier, 3 Schaden. 5 Schaden durch meinen Spezialeffekt. Ich kriege noch mal eine Karte. Okay, jetzt bringt nicht so viel. Okay, dann. Das ist nochmal eine Karte, nochmal ein Schaden. Ah ja, sehr schön. Er hat keine Schilde auf der Hand. Jetzt kommt ein Schild. Ja. Und sogar ein Herz. Na gut. Das heilt mich. Und ich kann nochmal ein Schild spielen. Und sogar noch eins. Noch, also 3 Schilde, das heißt, es macht mir 1 Schaden und ich habe den 2. Schlüssel. Ich sehr würde schön. Mich mal beeilen, wenn ihr, wenn ich ihr wärt. Guck mal, hier darfst du im Grunde nur grüne Karten spielen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Da das braucht man ein paar Tränke für. Ja. Viel Glück gehabt. Ja, ich dachte, ob ich mir zuerst grüne Karten hole, aber ich dachte, bevor jetzt hier was kommt, was jetzt irgendwie total blöd ist, hole ich mir lieber erstmal den Schlüssel. Ja, ist schon clever. Vielleicht hole ich mir auch einfach einen 2. grünen Schlüssel, weil ich es kann. Ich steige da jetzt auch mal ins Game ein. Nee, das darf man nicht. Das darf man nicht. Nein, das darf man nicht. Na gut. Ja, das ist halt für jeden Spieler ist ein Schlüssel da. Ne? So, hier wird groß angegriffen. Darf den Gegner die Schlüssel klauen. Und 2-3 Mal verteidigt und eine Karte könnte ich nachziehen. Aber tja, brauchst du nicht. Was ist da hinter deinem Schlüssel? Ein Schlüssel! Ein Schlüssel! Das hätte ja sein können. Nochmal eine Überraschung. Irgendwie, 2 Schlüssel. Eine Überraschung um die Ecke kommt. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall irgendwie mal heilen. Ich habe gerade nichts zum Heilen, aber ich kann mich schützen. 1, 2, 4. Ja, das ist schlecht. Ich habe gerade mal eine grüne Karte, glaube ich. 2. 5 Heilung. Mir fehlt so ein bisschen noch eine Angriffskarte, wäre toll gewesen. Verdammte Axt. Ich mache nur 2 Schaden. 2 Schaden. 2 Schaden. Dann hole ich mir doch mal. Ja, da könnte ich mir das holen. Das macht eine rote und eine gelbe oder eine rote und eine blaue. Ach, ich hole mir mal hier den Goblin. Der Goblin. 1 Schaden mache ich ja schon mal von Hause aus. Dann spiele ich mal das hier. Mache ich also den 2. Schaden. 1 Schaden wehre ich ab. Darf noch eine Karte nachziehen. Ah ja, siehst du, hätte ich mal in meinen Nachziehstapel geguckt, hätte ich sogar gewusst, dass ich die Karte hier ziehe. Egal. Und dann schütze ich mich mal nochmal mit dem Schutz hier vor dem 2. Ist da bestimmt was Tolles drin. Tja, jetzt bin ich schon im Dilemma. Ich will mir jetzt auch mal eine Ausrüstung holen, weil das geht ja auch beim 3. Torwächter. Entweder die oder die.
Ich frage mich jetzt, der macht halt mehr, aber ich vermute mal, vielleicht ist einfach die, im dritten Level ein bisschen stärker, also ein bisschen besser die Belohnung. Vielleicht, ich hoffe es. Vielleicht ist es auch eine coolere Waffe oder so. Mit vielleicht plus 2. Ja. Aber ich kann es dir noch nicht sagen. Also Moment mal, das Problem ist nur, dass ich jetzt gerade feststelle, dass hier gar nicht meine Reihe funktioniert. War er wieder zu gierig. Ja. Na gut, ich probiere es trotzdem. Schaden, also jetzt hier, zack. Das macht schon mal eine Karte nachziehen. Das ist schon mal gut. Das könnte mich retten. Ah ja, das ist gut. Eine Karte nachziehen, genau. Und dann... Oh, grün, ja. Dann mache ich die grüne Karte. Einen Schaden, nochmal eine Karte nachziehen. Das ist schon mal ein Schaden, ein... Na gut. Jetzt muss ich halt auf jeden Fall draufhauen. Ich will eigentlich nochmal verteidigen. Das kann ich nicht. Das geht halt nicht. Das ist voll blöd. Ah doch, geht schon. Doch, doch. Ja, also hier. Zack, damit ist er auf jeden Fall tot. Dann kann ich das machen. Und dann kann ich damit auf jeden Fall noch das machen. Ein Abwehren. Ein Abwehren. Noch nicht. Jetzt spielst du alles, oder? Drei abgewehrt. Alle abgewehrt und ihn umgenietet. Und ein Herz ist auch noch. Ah, ein Herz auch noch, genau, richtig. Das hättest du ihm nicht sagen müssen. Und, oh, guck mal, drei. Jetzt bin ich quasi, der ist, aber der... Der verhindert einfach alles. Der verhindert alles, ja. Deine roten, deine Zusatzkarten. Aber ist trotzdem natürlich schön. Man kann nur eine Waffe tragen, also hätte ich die Karte jetzt gehabt, dann hätte ich meine anderen deutsche ablegen. Die würde man dann ablegen müssen, ja. Hätte ich auch gemacht, ohne zu zögern. Na gut, weiter geht's. Hat auch Glück gehabt, dass er da so einen einfachen zu bekämpfen. Ich kann keine Karte. Ei, ei, ei. Das ist ja unglücklich. Verdammt, aber ich kann nicht den Tor. Das gibt's doch nicht. Das ist schon hart, wenn halt so viel nicht. Ich kämpfe gegen die Spinne und hoffe, eine gute Karte dann zu kriegen. Alles. Ja, genau. Ich greife einmal Beste an und ziehe eine Karte. Davon nehme ich mir... Hier. So, dann geht's weiter. Boah, das ist schon hart. Dem hier greife nochmal an, hab ein Schild und kann noch mal eine Karte ziehen. Und? Schaffst du's? Schaff ich's. Oder stolperst du über die Spinne? Stolper. Die ist auch nur so groß. Ja. Ja, es ist, ach, du so machst wieder dein Backrezept. So, dann habe ich mich, glaube ich, genug verteidigt. 1, 2, 3. Mhm. 1, 2, 3, 4 Schwerter. Mhm. Und sie gehört mir. Das ist eine gute Karte, die gefällt mir. Ich werde jetzt mir auch mal den zweiten Schlüssel schnappen hier. Elvomi, ich darf mal keine Karte nachziehen. Ist aber auch nicht mein Plan. Es ist schon alles nicht so easy. Ich meine, die machen so One-Hitter, wenn du die nicht verteidigst. Mhm. Und durch die Flüche kann das dir halt einfach mal passieren. Ne? Ja, beim Hausmeister brauchst du sowieso von Hause aus schon 3 oder 4 Schilder, um überhaupt überleben zu können. Ich habe jetzt 3 mit meiner Waffe schon 4 Schaden gemacht. Ich will mich aber natürlich noch ein bisschen verteidigen, weil ich habe ja nur noch 2 Leben. Jetzt meine Spezialfähigkeit, die zweite Karte kann irgendeine Karte sein. Die mache ich jetzt mal hier, dann verteidige ich 2 und dann verteidige ich den dritten Schaden. Und es ist der zweite Schlüssel, wer hätte das gedacht? Zack. Ja, dann 2, 3. Einfach grüne und blaue Karten. Das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Dann werde ich jetzt einfach gegen den hier kämpfen. Okay. Um mir noch grüne und blaue Karten zu holen. Und der macht einfach hier 2 Schaden. Ich irgendwas verteidigen? Ja. Hier, zack. Also Schaden mache ich ja sowieso genug. Ich habe gar nicht so richtig Heilungskarten. 2 verteidigen und das war's. Genau. Und was ist hier?
Ah ja, eine starke blaue Karte. Das ist natürlich gut. Mhm. Gönn ich dir nicht. Das ist natürlich sehr gut. Wie gönnst du mir nicht? Dann wollte ich nur mal so los. Da können wir mal festhalten, dass ich jetzt eigentlich den zweiten Schlüssel haben möchte, dafür keine grünen Karten verwenden darf und grün auf der Hand habe. Was ist das? na gut, dann hole ich mir eine rote oder eine Angriffskarte. Das Problem ist halt, grün ist ja schön und gut, aber du brauchst halt Verteidigung ohne Ende. Aber gut, du kannst dich heilen bei dem Hausmeister. Mhm. Du kannst dich heilen. So, ich ziehe erstmal eine Karte. Heißt das hier, man kann ihm keinen Schaden machen, oder was? Nee. Das Herz ist auf einmal rot. Siehst du das? Das ist ein stimmt, anderes ja, Herz. Aber das ist, glaube ich, ein Druckfehler. Meinst du? Ich krieg niemals einen zweiten Schlüssel. Wenn man keinen Schaden machen könnte. Naja, man könnte den mit dem Trank aushebeln. Das wäre natürlich stimmt, super ja. gemein. Aber, kann sein. Aber es wäre böse. Wenn nicht, dann wird der jetzt unbesiegbar, Melli. Nee, ich merk's schon. Na gut, dann mache ich hier meinen ersten Schaden. Oh nee, das funktioniert ja alles nicht, oder? Übrigens, die verteidigt hier zum Beispiel der Fluch hier, der wirkt tatsächlich nicht gegen Ausrüstung. Ja, das würde dann sowas sein. Mhm. Ja, also ja. Wenn du Verteidigung auf Ausrüstung ja. hast, dann würde es schon nur gegen Verteidigungskarten. Eieiei. Gut, also den habe ich jetzt hier auch platte gemacht und kriege. Oh, wobei, na gut, ein Herz. Was ja. bedeutet das? Wann kriege ich das Herz? Naja, das kannst du einmal pro Runde kannst du eins heilen. Ja gut, dann kriege ich hier das Schwert und am Ende jedes Kampfes kriege ich ein Herz zurück, wenn ich. Genau, also das kannst du ja so legen. So. Ne? Du hast jetzt quasi, bist voll ausgerüstet. Schwert und Rüstung. Hm. Ja. Was war denn? Dann geht's bei mir weiter und ich kämpfe mal gegen diese Spinne hier. Spinne im Level 2. Ich könnte ja sogar schon Level 3, aber irgendwie. Gut, ich verteidige mich mal um 1. Dann mache ich einen Schaden, heile mich um 1. Soll ich einfach dieses. Circa nur noch 2 Schaden. Dann geht's weiter. Ich mache den zweiten Schaden, block den zweiten ab, darf noch eine Karte nachziehen. Mache den dritten Schaden und den vierten Schaden mache ich ja durch meine Dolche hier. Ziehe noch eine Karte nach und dann habe ich aber auch 1 und 2 verteidigt. Eine Ausrüstung, jetzt darf ich mich auch am Ende der Runde, ja? Also immer nachdem das Monster sich getroffen hat. Hüst, na gut, okay, also nächste Runde. So. Naja doch, ja, am Ende des Kampfes. Das hat mich ja aber erst getroffen, dann habe ich Schaden gemacht und dann habe ich ja erst die Rüstung gekriegt. Ja, das stimmt. Also, das würde ich schon sagen. Das ist hat, fair. War das die ja. Rüstung nicht an bei nee, diesem nee, Kampf. Nee, das ist auch... Ist okay. Ja, jetzt bin ich halt am überlegen, was ich machen soll, ob ich jetzt noch... Ja, auch eine, aber die Rüstung, ja, die ist natürlich, ich könnte mir jetzt auch eine Rüstung holen, aber es ist auch gefährlich, vielleicht ist es auch eine Waffe, dann wäre es komplett umsonst. Ja, nee, deine Waffe ist natürlich super. Ne, ich hole jetzt tatsächlich mir einfach den hier. Das machst du schon. Ohne Blockkarten, ja? Ja, ohne Blockkarten. Und ich mache es einfach so, ich darf die grüne spielen. Ja, jetzt kriege ich eine Karte, das ist 1 Schaden und +3 ist schon 4 Schaden. Naja, weil du ja deinen Dolch ja, hast. Ich kann sonst nichts. Du ja, kannst nichts, halt, ja, das ist richtig. Dolch, also 3. Ich kann sonst nichts spielen. Höchstens weitere grüne Karten, die ich nicht habe. Also kriege ich einfach 3 Schaden. Bang. Bang. Fertig. Aber das war's. Ich habe den trotzdem. Ich bin einfach so ein Tank und habe einfach den Schaden geschluckt. Mann. Und habe jetzt den dritten Schlüssel. Allerdings, mir das hilft jetzt den bösen Hausmeister. Das ist schwierig, weil irgendwie. So, okay, das ist meine Reihenfolge und das ist mein Gegner. Sehr gut. Du kannst keine Karten nachziehen, deswegen. Ja, genau, deswegen. Und macht der noch Schaden? Der macht 6 Schaden. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ja, okay, gut, ja, und dann hast du es geschafft. 1, 2, 3, 4. Ja, endlich habe ich meinen Schlüssel.
Das finde ich auch beim Hausmeister. Okay, ja, aber jetzt wird es knapp. Jetzt machst du einen Hausmeister? Nee, noch nicht. Ich müsste dafür andere Karten haben. Ich überlege gerade blau oder grün. Ist hier die Frage, ist hier eine blaue oder wo ist hier eine blaue oder grüne Karte drunter? Wie ist da die Wahrscheinlichkeit? Grün, blau. Ja, das weiß man jetzt alles nicht, ne? Ja, und hier. Es ist ein schwieriges Mabonk-Spiel. Es ist einfach kacke. Blau oder grün. Was bekommt man eigentlich beim Hausmeister? Man hat gewonnen. Den Schatz! Ach, man hat gewonnen? Ja, man hat gewonnen. Jetzt verstehe ich das Spiel. Probier's hier mal mit denen hier. So, ich hau den natürlich voll eins auf den D, jetzt eh so. Ich werde auch Karten loswerden. Zieh auch noch eine Karte. Mal mischen dann. Schutz ist auch alles. Komm, jetzt sei eine grüne Karte. Mann, es ist eine gelbe Karte. Ja, aber du kannst ja den Fluch spielen. Nein, aber den Fluch will ich mit meinem Schild. Ich will mein Schild benutzen. Okay. Mann. Verdammt. So, ich werde es probieren und werde scheitern. Ich sag's euch. Mhm. Ich werde es gegen den Hausmeister antreten. Okay? Ich hätte mich übrigens eins geheilt. Und ich werde den Fluch spielen. Damit bin ich aber natürlich auch raus aus der Sache. Dann dürft ihr das machen. Und werde den gelben Fluch auflösen. Mhm. Ja? Aber ich habe es nicht automatisch gewonnen. Also es wird jetzt darauf ankommen. Ja, dann weil ich kann jetzt die gelben Karten spielen. Das heißt, ich spiele jetzt diese hier. Wenn ich schon mal einen Schaden und ich ziehe die Karte und darauf kommt jetzt alles an. Komm, bitte. Ja. Das ist immerhin eine grüne Karte, genau, oder? Genau, haben wir beide Karte. Das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich allerdings gucken, dass ich trotzdem auch überhaupt, dass die Reihe passt. Ach, das ist nämlich das Nächste. Passt die Reihe? Doch, ja, es geht schon. Also mache ich die hier. Tötest du den jetzt? Sonst würde ich ihn töten. Nächste Runde würde ich, also jetzt, wenn ich den Mann weg. Das ist nicht die richtige Karte. Komm schon. Lass den Hausmeister leben, Alter. So, also dann mache ich den hier. Dann muss ich es auch wirklich jetzt versuchen. So, aber ich hab noch eine Chance. Tatsächlich habe ich noch eine Chance. Ja, nicht. Und dann die grüne, ne? Also die Reihe stimmt. Jetzt kriege ich nämlich nochmal eine Karte. Ja? Jetzt kriege ich erstmal diese zwei Heilungen. Das heißt, ich habe jetzt fünf, aber der macht ja 8 Schaden und bislang habe ich nur 2 geblockt, zwei. Also er macht noch 6 Schaden. Also ich muss noch 2 Schaden blocken, weil wenn er 5 Schaden macht, bin ich ja auch tot. Bist du auch tot. Jetzt habe ich keine richtigen Karten mehr auf der Hand, aber ich krieg noch eine. Und das da könnte sie sein. Dreh mal um. Yes. Eine gelbe Karte. Nein, sie passt nicht. Ja! Ja, du darfst ja gar keine gelbe anspielen. Sehr wenn schön. Wenn die reinkasse, würde ich noch 2 Karten ziehen, 2 blocken. Witzig. Und dann hätte ich es geschafft. Aber so. Aber das wusstest du ja schon, dass die nicht passt, weil das ist entweder eine gelbe oder eine grüne gewesen. Sehr schön, jetzt bist du einmal gestorben. Ja, aber ich habe es probiert. Und jetzt habe ich auch keinen Fluch mehr, keinen Fluchtrank mehr. So, ja, jetzt ist es halt also vorbei. Wenn Alex vorbei. Die Ansage macht, dass er den jetzt gleich. Der hat doch nur 4, der muss doch nur 4 Dinge. Dann muss ich das jetzt auch riskieren und zwar ganz ohne Tränke. Du machst es einfach ohne Tränke. Du machst es einfach ohne? Melli, du darfst ihn jetzt nicht töten einfach. Okay. So, ich gebe mir jetzt ganz viel Mühe. Was tust du denn jetzt, Melli? Willst du den jetzt. Ja, ja. Du vergisst die durch so. 2 also, Schaden. Ich kriege eine Karte. Ja, achso, und sie davon auch aus. Da ist natürlich ein Vorteil. Ja. Ist natürlich also Schaden hätte ich ja genug gemacht, aber mich hat er halt getötet. Mhm. Du bist auch voll aufgepowert, also bis jetzt blockst du noch nichts. Aber sie hat auch, glaube ich, nur Karten, die passen. Ne? Hast du da jetzt gerade? Die kann ich nicht nehmen, weil du da eine rote ist. Das heißt, die legst du unter deinen Nachziehen. Ah ja, stimmt, ich leg die da drunter. Als letzte könntest du sie spielen. Ja, aber dann kann ich ja auch meine Karten nicht nachziehen. Also wenn ich die würde ich ja nur ziehen, um Karten nachzuziehen, die ich dann nicht anlegen kann. Das stimmt. Aber du hättest noch den Damage gemacht, wenn der Damage wäre. Aber der Damage kriegt, der reicht wahrscheinlich. Ne? Die macht ja auch nur Schaden. So, dann geht's weiter mit der hier. Dann machst du jetzt schon mal 3 Schaden. Aber noch haut er einfach 8. Haut er einfach 8. Das heißt, ich brauche 4. Du brauchst, wenn du voll auf. Ja, ist ja, sie muss 4 blocken. Ja, es entbehrt nicht an einer gewissen Spannung am Ende. Ich meine, bei Karak ist ja so, dass du einfach nur würfelst. Das geht natürlich schneller, aber das ist auch spannend, wenn dann jemand gegen den Drachen antritt. Spannend, sagt er. Es funktioniert nicht. Ja. Also. Melli, was
soll ich sagen? Die, also du hast willst das da anlegen oder was? Und dann die? Eins, zwei Block. Nee, das ist einer geblockt, das passt zwei ja eh geblockt, nicht, ja. Drei, vier geblockt. Aber das passt. Das ist genau das, deswegen, also die passt. Beiden müssten am Ende sein. Das heißt, ich könnte nur eine davon machen. Und dann passt es mit den Blocken nicht. Dann fehlt ja nämlich ein Block. Die kann ich nicht Block. Spielen. Die Gelb kannst du nicht spielen, genau. Dann ja, mir fehlen zwei Blöcke. Zweimal Blocken. So, jetzt bin ich tot. Der Hausmeister. Und jetzt müssten wir auch zweimal aussetzen. Das heißt, du hast jetzt eigentlich zwei Chancen. Es sei denn, du stirbst ja, entweder schaffst du es oder du stirbst. Also, ich werde den Fluch aufbrechen, dass ich nämlich mein Schild verwenden kann. Eieiei. Ja, damit das mache ich hier schon mal mit dem Fluch. Und der rote Trank ist ein Heiltrank oder wolltest du einen Stärketrank? Ich wollte einen Stärketrank. Ah, doch, so einen Stärketrank. Dann booste ich das hier. Das ist ja, macht jetzt nämlich plus zwei, also vier quasi. Ich kann nochmal nachziehen. Das reicht schon vom Schaden. Jetzt musst du nur noch überleben. Ja, genau. Und das kann ich sogar schon, weil mein Schild ist ja 3 und jetzt habe ich hier meine Viererkarte. Das war's. Und ich kriege jetzt einfach 4 Schaden. Ich kriege 4 Schaden, aber ich habe immerhin noch ein Leben und ich habe hier noch ein Plätzchenrezept für euch. So ist er. Aber ich meine, es war tatsächlich dann noch ein spannendes Finale. Ja. Alle sind wir angetreten und nur einer konnte sich dem Hausmeister wirklich stellen. Aber ich habe auch gefühlt jeden Trank benutzt, ein schönes Schild gefunden dafür. Aber ich kann so mal so viel sagen, ich denke, wenn so als erstes Zwischenfazit ist es tatsächlich vielleicht doch für zwei Personen besser geeignet, weil es halt dann doch, weil es nicht so viel mehr bringt, dass jetzt mehr Leute mitspielen und es doch recht lang dauert. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass es so lang dauert, aber weil hier nur 30 Minuten steht. Aber ja, es kann sein, dass die anderen zwei tatsächlich doch deutlich schneller gehen. Also, ja. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich doch den schwierigsten rausgesucht. Du hast ihn rausgesucht. Ja, weil eben so viele Flüche zu umgehen, da muss man einfach entweder Glück haben oder sich wirklich da ranspielen. Ja, oder es können natürlich. Ja. Auf der anderen Seite war es natürlich auch kein Durchmarsch, danach hat es sich am Anfang ja fast schon so ein bisschen angefühlt, was auch nicht schlecht ist. Ja, das war Karak Goblin, ein Karak im Kartenformat, was wirklich auch so ein ähnliches Spielgefühl trotz alledem liefert, aber es hat natürlich keinen richtigen Dungeon. Und man hat nicht so dieses Gefühl, man läuft durch Wände und geht zu Heilbrunnen hin. Wenn wir jetzt nochmal auf die Altersangabe zurückkommen, 7+, ich glaube nicht, dass ein 7-Jähriger das so richtig durchblickt und auch da Spaß dran hat. Also ja. Ich würde da doch sehr vorsichtig sein mit der angegebenen Altersangabe. Also da muss man, glaube ich, schon dahinter sein. Ja, weil es ja auch nicht kooperativ ist. Weißt du, sonst könnte man ja mal noch sagen, bei kooperativem Spiel kann man sich irgendwie noch ein bisschen mehr helfen. Aber da man hier wirklich ja gegeneinander spielt. Und so einfach ist dann dieser Kartenmechanismus dann letztlich doch nicht, weil du ja schon ein bisschen gucken musst. Vor allem musst du halt das Deckbuilding verstehen. Ja. Das ist ja natürlich im normalen Charakter ganz anders. Da würfelst du einfach und das ist sehr einfach für die Kinder, dann so ein bisschen die Waffenboni da dazu zu rechnen und so. Das muss ich auch sagen. Deswegen, ich hatte eigentlich gedacht, ich mache es mit meinen Kindern, aber habe auch gemerkt, als ich die Regeln gelesen habe, das ist wahrscheinlich einfach nicht das Richtige für die. Aber so ist es. Ne? Karak Goblin. Und wir bedanken uns natürlich fürs Zugucken, fürs Abonnieren und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.